Police. Zwei Männer. Sie sind Angehörige der Polizei und halten zusammen. Ich weiß wirklich nicht, was du hier verloren hast. Aber ich habe das Pech, dass du mir zugeteilt worden bist. Wir bilden ein Pärchen, das tut mir aber sehr leid. Jetzt bist du also ein Bulle. Eine Frau, eine Liebe, eine Leidenschaft. Eine große Sehnsucht nach Glück. Und eine verheimlichte Abhängigkeit. Police. Die dunkle Welt des Rauschgifts, wo sich das Gesetz der Gewalt und das Verbrechen ergänzen. Seitdem ich die Akademie verlassen habe, habe ich so eine fixe Idee im Kopf. Aber ich glaube, dass ich im Dienst sterben werde. Hast du denn nicht aus den Kriminalfilmen gelernt, dass niemals der Gute stirbt? Stell dir vor, dass dein Leben ein Film ist und dass du der Gute bist. Ach, so einfach ist das. Dieser Film ist eine tolle Mischung von Szenen, die uns erschüttern, und Szenen, die von herzerfrischender Komik sind. Man sagt, dass die Bombendrohungen fast immer falsch sind. Aber ja, fast immer. Sie tun alles für ein paar Mark im Monat und ihre spätere Pension. Es ist schwierig für die Männer, die dem Gesetz dienen wollen, zu überleben. Ihre Arbeit bringt sie in Situationen, die immer gefährlicher werden. Lass die Waffe fallen, oder ich rasiere nochmal, aber gründlich. Police. Zum ersten Mal in einem Film Emilio Aragon mit einer überzeugenden Darstellung. Haben Sie sich verletzt? Nein, danke, keine Ursache. Verdammt, willst du wirklich, dass ich Sie bitte, als Spitzel zu arbeiten? Hör zu, ich will gar nichts, aber ich habe hier einen Befehl zu erfüllen. Das ist alles. Agustin Gonzalez. Aber ich kann dir sagen, was du tun musst. Du kannst es ihr vorschlagen. Anna Obregón und Juan Luis Capriardo in der Rolle des Maxis. Police. Die Geschichte einer Liebe. Eine menschliche Erzählung, die Sie begeistern wird. Ein Film, der Sie zum Lachen bringt und der Sie auch überraschen wird. Police. Zurzeit der wesentlichste Actionfilm in Spanien.